requested to do a video with my guinea pig. By the way, her name is Ilse, and she is the only non-magical pet here at my place. So I hope you enjoy. Bisschen verwirrt. Sie kennt die Kamera nicht. Was ich sagen wollte ist, das Haar ist ganz besonders, weil es ist Santana, das heißt, es ist eigentlich durchsichtig und deswegen glänzt es so. Also ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera jetzt so sieht, aber es ist auch ganz weich. Lass sie erstmal ein bisschen beruhigen. Für alle, die neu eingeschaltet haben, ich habe nicht nur eins, ich habe drei. Man soll Meerschweinchen ja nicht alleine halten, weil sie Gesellschaftstiere sind. Aber die anderen beiden, die sind richtig schüchtern, deswegen möchte ich die jetzt nicht vor die Kamera setzen. Ich werde noch ein Video zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt dann schon hochgeladen haben werde oder ob ich es danach zeige.
stellen. Ab und zu muss ich auch mal die Haare hier an der Seite bürsten. Sie mag das jetzt zwar nicht so mega gerne. Aber ich mache es auch immer ganz vorsichtig. Es ist immer stimmungsabhängig bei ihr. Manchmal findet sie es ganz blöd. Und manchmal findet sie es eigentlich ganz schön, wenn ich sie ein bisschen kraule. Dann bleibt sie auch immer stehen und schließt die Augen. Das ist ganz süß. Da merkt man dann, dass sie sich total entspannt. Naja, und was natürlich immer, was man auch bedenken muss, dass Meerschweinchen ja immer das Gefühl haben, wenn man sie hier hinten berührt, dass sie gefangen werden. Deswegen mögen sie es nicht, wenn man hinten so viel bürstet. Also eher hier vorne. Oder am Kopf streicheln. Also wenn ihr ein Meerschweinchen ganz zahm bekommen wollt, nehmt es nicht immer raus und zwangsstreichelt es, sondern wartet, bis es von selbst kommt und streichelt es erstmal ganz vorsichtig, also nicht von oben, sondern erstmal gebt ihm was zu fressen. Und dann versucht an der Seite hier zu streicheln, so, dass das Meerschweinchen merkt, dass nichts passiert, wenn es die Hand so nahe kommen lässt. Und dann versucht ihr immer weiter höher zu gehen und auch mal hier zu streicheln. Also immer erst hier an der Seite anfangen, wenn ihr so von vorne mit dem Futter kommt, so. Und dann hier oben. Und irgendwann könnt ihr dann direkt hier oben streicheln und sie läuft nicht weg. Oder eher, je nachdem, ob es ein männliches Meerschweinchen ist. Und ich hatte auch schon Meerschweinchen, die konnte man überall kraulen. Und denen hat es überhaupt nichts ausgemacht. Und da ist aber jedes Tier anders, also man muss sich auf jedes Tier auch einlassen. Manche sind viel schüchterner, wie gesagt, bei den anderen beiden ist das so. Sie war am Anfang auch ganz ängstlich und ist immer weggelaufen und hat sich gar nicht anfassen lassen. Und ich habe einfach ihr das Gefühl gegeben, alles ist in Ordnung, und habe wirklich gewartet, bis sie von selbst kam und Vertrauen aufgebaut. Und jetzt, ja, jetzt ist sie viel mutiger. Sehr gerne an. Also da schlafen sie am liebsten drauf, weil es einfach so schön weich ist. Nee. Ja. Gleich immer erst die eine Seite, dann die andere.
Also wenn ihr ein neues Meerschweinchen habt, versucht es damit. Beziehungsweise ich rede ja von zwei Meerschweinchen. Versucht immer zwei zu halten, weil ihr müsst bedenken, wenn ihr zum Beispiel, je nachdem, ob ihr in die Schule oder in die Uni müsst, wie viele Stunden ihr weg seid. Und stellt euch einfach mal vor, ihr müsstet allein in einem Raum hocken und warten, bis euer Freund wiederkommt oder irgendwer sich mit euch beschäftigt. Und das kann schon ganz schön lange sein, weil so ein Meerschweinchen hat kein Handy oder irgendwas zum Spielen, ne? Sondern es läuft bei denen alles über die Kommunikation. Oh, jetzt will sie, glaube ich, langsam zurück zu ihren Freunden. Ich sag's ja. Meerschweinchen brauchen auf jeden Fall Partner. Weil dann macht's auch gar nichts, wenn man mal nicht zu Hause ist. Stellt euch einfach eure Freundin oder euren Freund vor. Da kann man den ganzen Tag verbringen und vergisst die Zeit. Und so ist das mit Meerschweinchen auch. Die brauchen auch einen Freund, mit dem sie kommunizieren können. Deswegen sage ich jetzt.